Wer ist da? Lukas! Ganz nass. Auf. Nee, nicht auf. Machen. Ja, gell? Gut. Nicht machen. Ja. Gebrochen. Nee, den kannst du jetzt nicht haben. Hier ist dein Fahrrad. Guck mal, hier. Ja. Heute gibt es beim Kaufland Stühle und Tisch für 29 Euro. Und es ist so ein komischer Morgen heute. Und irgendwie nicht aus dem Arsch. Ich bin so müde. Ich habe schon bei Instagram erzählt, ich habe heute Nacht fast nicht geschlafen, weil ich Angst hatte wegen den Krämpfen. Ich hatte Kribbeln in den Beinen. Dann war Leonie 2 Stunden wach heute Nacht. Hat gespielt. Und dann um 6:15 hatte ich einen Krampf und dann konnte ich sowieso nicht mehr schlafen. Ja. Und ich habe mit der Frauenarztpraxis gesprochen, ob ich mehr Magnesium nehmen darf. Also ich soll jetzt morgens eine und abends eine nehmen. Ich hoffe, dass es dadurch besser ist mit den Krämpfen. Ja, das hat sie halt schlecht gemacht, weil sie wenig Schlaf hat heute Nacht. Ich gehe jetzt runter und mache was zum Mittagessen. So, heute gibt es einfach nur Nudeln mit Veggie-Wurst und kleinen Karotten und Tomatensoße. Lukas, wenn wir gegessen haben, dann müssen wir die Spielsachen hier alle vom Boden alles hochtragen, falls sie doch noch kommen, ne? So, der Papa war noch beim Kaufland nach der Arbeit und hat alles besorgt. Und hat auch alles bekommen. Wir wollten das hier, die Pizza. Das ist aber dann für Weihnachten. Also ich tue das gleich weg. Ketchup war wohl im Angebot. Hat er Lust auf einen Linseneintopf. Unser Cappuccino. Die Teile hier und das. Ja. Dann zeige ich euch mal, was er noch besorgt hat. Moment. Also es ist mittlerweile schon fast 17 Uhr. Es ist heute nichts passiert. Es hat die ganze Zeit geregnet. Eigentlich hätten sie auch die Wand oben stellen können, aber ja. Ich sag nichts mehr. Egal, wir gucken mal. Vielleicht passiert morgen was. Ja, das hat er wohl noch besorgt. Hier die 2 Stühle und ein Tisch. Da ist sogar eine Schublade dabei für süß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das gekostet hat, weil in dem Prospekt stand ab 29 Euro. Muss ich mal den Rolf fragen. Ja, finde ich süß. Dann kann die Kleine und der Kleine nächstes Jahr dann zusammensitzen am Tisch. Voll süß. Heute ist echt so ein richtig langweiliger Tag. Wir haben nichts gemacht. Richtig dunkel. Was hast du für den Tisch und die Stühle bezahlt? Bitte? Tisch und Stühle? War das 29 Euro? Weil da stand ab. Nein. Das Tischset 39 Euro, das andere 490. Also, habe ich mir schon gedacht, dass es ein bisschen mehr kostet. Ich glaube, bei Ikea kostet das genauso viel. Auch um das mit 40 Euro. Vorsicht, langsam! Ja, das tun wir auch weg auf die Seite, dass sie das nicht sieht, das auspacken will. Guten Morgen. Ich habe gestern nicht mehr weiter gefilmt, weil einfach nichts mehr passiert ist. Ich war gestern richtig traurig, dass keiner da war. Ich hoffe, heute passiert irgendwas. Roy ist ja heute da. Ich muss heute so ein bisschen Gartenarbeit machen, ein bisschen Rasen mähen und sowas. Wenn es nicht regnet. Mal gucken, ich mache jetzt gerade Kaffee, wir sind aufgestanden. Es ist ganz genau 8 Uhr, nee, 5 nach 8. Und soll ich euch was erzählen? Ich hatte heute keinen Krampf. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, ob das nur Glück war oder ob wirklich die 2 Magnesium-Tabletten geholfen haben. Ich habe ja gestern früh eine genommen und abends dann vom Schlafen eine. Vielleicht hilft es doch noch. Ja, ich bin happy, ich habe gut geschlafen. Ich schlafe halt immer so aufgedeckt, weil wenn ich dann einen Krampf bekomme, nicht, dass ich mich dann in der Decke verhelle und auf den Boden falle. Deswegen traue ich mich nicht, mich zuzudecken. Wo hast du den Papa gelassen? Das erste, was du machst, alle Saugroboter anmachen. Andere Mama. Ja, hast du vorhin gesagt, andere Mama. Als ich den Bonbon nicht geben wollte. Oh, machst du hier Set, Robby? Und die Arme hoch, und ja, nochmal 10 Sätze her. Ja. Oh. Oh mein Gott, was ich hier. Wir zeigen, was du vielleicht so ein Frühstück zauberst. Ja. Ja, es gibt ja nichts. Ja. So, ich mache jetzt ein Couscous-Salat. Lustig auf eine Schüssel.
hier. Koche ich jetzt Wasser dafür. Später wollen wir in den Baumarkt fahren und die Sachen wahrscheinlich heute schon bestellen. Genau. Couscous. Genau. Wird wahrscheinlich heute wieder nichts mit Bauarbeitern, denn es regnet. Es sei denn, die fangen oben an mit der Wand. Ich hab mir jetzt gedacht, ich mache die Dose mit den Tomaten auch noch mit rein. Tomatenmark. Das ist übrigens die letzte Flasche Öl aus Polen. Ja, wenn meine Eltern wieder nach Polen fahren, muss ich mir Bescheid sagen. Dann machen wir erstmal Öl rein und dann schneide ich eine Zwiebel, brate die an. Und genau, dann kommt Tomatenmark rein, wird mit der Zwiebel angebraten ein bisschen. Also ich mache das so, gibt es schon mehrere Rezepte für Couscous-Salat. Könnt ihr machen, wie ihr Lust drauf habt, wie es halt euch schmeckt. Genau, und würzen tue ich nur mit Knobi, Salz und Bouillon. Habe ich euch aber, glaube ich, schon oft gezeigt. Und dann wird hier Tomate und Gurke reingeschnippelt. Genau. Ja. Hier habe ich Gurke und Tomate. Leider habe ich keine Zitrone, das habe ich einfach Essig mal reingemacht. Ich hoffe, das schmeckt genauso lecker. Schmeckt? Nicht? Live-Reaktion. Ins eigene Bein geschossen. Lecker. Ich hole mal unsere Portion. Die Maschine ist fertig. Lecker, das kann man immer essen. Mmh. Ja. Was hast du? Zeig mal. Lecker. Aktimel. Nicht so lecker. Ja. Aber das ist gut für Immunsystem, deins, was du da hast. Lustig. So, wir fahren jetzt los. Die Kinder müssen jede Sekunde zur Tür reinkommen. Kannst du den Sack? Oh mein Gott. Ach nee, halt. Ich war doch gestern mit meinem... Ja. So, jetzt müssen wir erstmal messen. Wir brauchen Ellensteine und Randsteine. Müssen wir erstmal messen, wie viel. Dann schreibe ich das mal auf. Guck mal außen. Guck mal, der Lukas kommt. Ist er gleich kommen? Ach, meine Schüssel liegt hier, okay. Genau. Hast du ihn kaputt gemacht? Ja. Oh no. Oh no. Oh no. Hat Papa Masken bestellt. Okay, für uns alle. Aber so viele, warum so viele? Warum hast du so viele Teile bestellt? Weil ich diesmal schlau bin. Die werden das wieder alles hochfahren, den ganzen Mist. Und dann gibt es wieder dieselben Masken, die es im August für 20 Cent pro Maske gibt. Gibt es dann für 3 Euro die Maske, bin ich dumm? Schlüssel, ja. Mit. Gut. Das sind viele Socken an. Und das sind die FFP2-Masken. Die sollen jetzt Pflicht werden in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also nicht mehr die normalen Masken, sondern FFP2. Ja, und die kosten dann einen Haufen Geld. Hm. So. Und da ist. Leonie will keine Jacke anziehen. Es ist richtig frisch heute. Ist noch Sommer, gell? Ja. Nicht mehr. Ab heute nicht mehr. So, Martha, müsst ihr mal ihr Handy einstellen? Das ist echt praktisch. Hier gibt es nämlich so einen Wagen mit so einem Auto vorne dran, wo das Kind sitzen kann. Roy macht das jetzt sauber, weil es nass. Kann Leonie da Auto fahren. Gell? Das Auto fahren. Die ist voll müde. Oh, warte mal, mach dir mal die Haare, du siehst nichts. So, Seite. Wo bist du? Guck, guck. Gleich kannst du auch mal Auto fahren. Willst du noch einsteigen? Ein bisschen. Nein. Bisschen eng, gell? Nein. Jetzt kannst du lenken. So, guck mal. Wow, Mama übernimmt Kameraführung. Cool.
Eigentlich wollten wir das Bad nächstes Jahr machen. Aber der Kollege vom Roy hat es halt. Wir gucken jetzt schon nach Fliesen. Glücklich hier in ihrem Auto. Hier gibt es echt viel Auswahl. Ja, das ist auch angeraut. Also. Würdet ihr im Badezimmer so was Beiges nehmen oder sowas Dunkles? Nee, nicht ganz so dunkel. Ich habe ein Zwischending. Warte, das ist gerade fotografiert, weil du es nicht gesehen hast. Hier. Das. Mhm. So das grau. Ist, das ist ein bisschen dunkler. Man sieht es aber besser. Ja. Wenn du jetzt hier. Ja, ich. Guck mal, das geht ins Beige. Das ist die, die da ist. Die da. Ach, links, die auf der linken Seite. Das war jetzt Rache, ne? Bitte? War jetzt Rache. Wieso Rache? Er hat einen Krampf im Arsch gehabt. Ja. Nur so klein. Guck mal hier, Erdbeerpflanzen. Wer hat jetzt auch sofort erkannt? 1,99. Da hinten sind die Steine. Warte mal. Sichtschutz gibt's hier gar nicht in weiß, ne? Was? Sichtschutz gibt's gar nicht weiß. Schön. Wir fahren jetzt hier hoch zu Rossmann mit dem Aufzug. Denn was braucht Leonie? Was haben wir vorhin gesucht? Ein Schnulli, gell, im ganzen Haus. Der andere ist weg. Und bevor wir wieder suchen, holen wir noch welche. Schnell. Lange nicht mehr beim Rossmann. Jetzt schon Adventskalender, guck mal. Ein paar. Milch? Fisch. Ach, Fisch, ja. Papa, verstehst du sie nicht? Nein, ich hab nicht. Nein, dann muss ich den Fisch nicht. Das ist ein Babyschrauber. Wasserkocher. Hier, klimaneutral. Am besten die, die in der Nacht leuchten. Echt praktisch. Welche sind das? Oh, Paradies. Das sind doch die, die wir haben jetzt, oder? Die da. Mhm. Suchst du dir welche aus? Die da. Night. Night, night. Kackerkick. Glas. Genug. Hier ist Glas. Das ist Bibi? Mhm. Oh. Brauchst du das auch? Hier ist eine blaue. Ja. Hier gibt es jetzt so Wickelrucksäcke bei Rossmann für 24,99. Sieht gar nicht schlecht aus, ne? Falls jemand sowas braucht. Lukas fängt die Kleine. Ist jetzt abgehauen. Sind jetzt hier bei mir, magst du noch essen, schnell. Wir waren so lange unterwegs. Ja!
Okay, wir waren jetzt bei Obi, haben leider nur die halbe Bestellung gemacht, weil es nichts gab. Also es gab keinen Sand, es gab keinen Kies. Ich würde es am liebsten rückgängig machen und zu einem anderen Laden gehen und das da auch bestellen. Im zweiten Laden gab es alles, nur muss man. Ist doch jetzt hin und her. Ja, das ist halt blöd mit der Lieferung jetzt. So, wir haben gerade auf unserer Überwachungskamera-App gesehen, dass die Bauarbeiter. Die sind nicht schwer, 27,6 Kilo. Ein. Sie, was cool ist, wir können die ganze Zeit gucken auf dem Handy, wie weit die schon sind. Jetzt sind sie gerade am Tor. Sichtschutz steht schon. Ja, und guck mal, was für ein klares Bild. Da ist kein Licht dabei oder sowas, das ist das originale Licht, was die Kamera benutzt. Wir kriegen übrigens kein Geld, ne, für die Werbung. Ich habe übrigens auch eine Kinderportion. Gibt es nämlich noch ein Getränk dazu. Schnell essen! Schnitzel! Ein ganzer Teller für dich alleine. Nein? Wo ist Lukas im Bällebad? Warte, Schatz, warte, die ist noch heiß. Ist noch heiß. Warte, Schatz. Wow, also Sichtschutz steht jetzt richtig gerade zementiert. Richtig schön. Aber das Tor haben sie noch nicht geschafft. Wahrscheinlich nächste Woche dann. Cool. Freue ich mich. So, wir sind wieder zu Hause. Ich koche jetzt gleich mal die Schnullis hier ab für die kleine Nudel. Und nehme mir einen Riegel mit. Diese Proteinriegel hier gekauft bei Rossmann, die ich immer mitnehme. Banane und Kokos für Selina. Ich nehme mal einen mit. Wir haben jetzt alles bestellt. In zwei verschiedenen Baumärkten jetzt. Weil Obi hatte das nicht, dies nicht und das alles, was sie nicht hatten, hatten wir jetzt woanders bestellt. Und das von Obi müssen wir abholen, also Roy muss das abholen nächste Woche. Und aus dem zweiten Laden wird geliefert. Das ist natürlich praktisch, dass sie das liefern, weil Obi hätte erst in 3 Wochen geliefert. Und das geht ja nicht, weil die Baustelle hier nächste Woche schon begonnen wird. Genau. So ihr Lieben, ich gehe jetzt das Video schneiden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis morgen. Tschüss.